Herr Mayer, pünktlich zum Sommer und der beginnenden Hitze kleben sich Jugendliche in ganz Europa wieder auf der Straße fest. Zum Teil kleben sie sich in britischen Museen an Bildern von Vincent van Gogh fest. Sie sind ja von der Generation 68er. Das politische Engagement junger Menschen müsste Sie doch eigentlich freuen, oder? Nun ja, die jungen Leute heute, die leben ja in der Wahrheit. Kämpfen gegen die Klimakrise. Das kann man eigentlich nicht bekämpfen. Das muss man eigentlich bejahen. Und die 68er kämpften für eine demokratisch-sozialistische Gesellschaft, kann man sagen. Das war so der Grundtenor. Und das habe ich beobachtet, wie ich heute beobachte. Ich habe damals nicht dazugehört. Nicht, weil ich nicht zur Generation gehörte, sondern aus drei Gründen. Erstens musste ich arbeiten, um mein Leben zu verdienen. Ich war Journalist schon, war sehr früh Journalist. Zweitens, ganz entscheidend, kam ich nicht aus dem wohlhabenden Bürgertum, also nicht vom Zürichberg, sondern aus einer Arbeiterfamilie aus Biel, Uhrmacher. Und drittens hatte ich nicht studiert, sondern einen Handwerkerberuf gelernt, nämlich Schriftsetzer. Damit war ich schon einer, der nicht dazugehörte. Und diese Distanz habe ich behalten. Auch heute sehe ich das aus Distanz. Und aus Distanz stelle ich einfach beide Male fest, es geht immer um Rechtsbruch. Man hat in die 68er, die haben Professoren nicht reden lassen in Vorlesungen. Sie haben sogar den berühmten, den legendären Adorno, haben junge Frauen mit nackten Brüsten provoziert. Sie haben zum Teil Professoren richtig manu militari aus den, also gepackt und aus den Vorlesungssälen entfernt. Also da war einiges los. Da war dann auch die Theorie Gewalt gegen Sachen. Gewalt gegen Sachen ist gut, darf man. Wir wissen, was geendet hat bei der RAF, der Terrororganisation in Westdeutschland, die ja viele Tote hinterlassen hat. Also, das hat mir nie gefallen. Ich bin ein Institutionalist der Demokratie und so habe ich heute auch diese Distanz. Aber kann man nicht sagen, dass Rebellion in gewisser Weise das Vorrecht der Jugend ist, um eine Gesellschaft auch voranzubringen? Ja, natürlich, aber es kommt darauf an, ob sie rebellieren im Rahmen des Rechtsstaates oder nicht. Das ist ganz ein wesentlicher Unterschied, wenn sie Rechtsbruch begehen. Wir haben heute das verharmlosende Wort, das sind Aktivisten, was immer auch das ist, Aktivisten. Aktivisten verhindern die Rede einer jungen Frau an der Humboldt-Universität, weil sie Dinge sagen will, die der ja, gängigen Jugendrevolten und Jugendtheorie nicht entspricht. Das geht natürlich überhaupt nicht. Und da müsste die Universität sagen, kommt nicht in Frage. Wir sind in einer Gesellschaft, in der die Meinungen gesagt werden können, aber in der nicht die Meinungen aufgrund anderer Meinungen unterdrückt werden dürfen und in der auch nicht rechtswidrige Aktionen stattfinden können. Ich meine, Sie haben gesagt, die haben sich angeklebt an Bilder. Ich habe gehört, an ein Van Gogh-Bild, so ungeheuerlich, was da vernichtet wird, zumindest beschädigt wird. Die machen Staus, ich habe es auch schon erlebt, auf Autobahnen, indem sie sich an der Ausfahrt hinsetzen, festkleben. Hat ja auch alles einen lächerlichen Aspekt. Und das muss man auch noch wissen. Raymond Aron, der große französische Denker und Gegenspieler, auch Freund früher von Jean-Paul Sartre, der hat ja dies als Karneval bezeichnet, diese 68er. Und wenn man genau hinschaut, ja, es ist letztlich ein Jugendsandkasten, in dem man Förmchen macht und backt und drauf rumtritt. Es hat alles so einen lächerlichen Aspekt. Aber das Lächerliche wird ja dann, wenn es eine gewisse Macht bekommt, zum Beispiel die Macht des Rechtsbruchs oder der Gewalt, wird es eben sehr ernst.
Henning Jeschke, einer der Vordenker der Klimabewegung, die letzte Generation, hat jüngst gesagt, er hätte von vorangegangenen Aktivisten, eben beispielsweise auch der 68er Generation, gelernt. Wie viel 68, würden Sie sagen, steckt in dieser jungen Protestbewegung? Ja, die 68er sind ja die Großväter und die Großmütter, kann man sagen, dieser ganz Jungen. Und dann, die haben ja wiederum eine Generation hervorgebracht, die wirklich in einer gesättigten, einer wunderbaren Gesellschaft aufgewachsen sind. Und ich habe den Eindruck, die finden das ganz toll, dass die Kinder jetzt einmal Remi-Demi machen, nicht zur Schule gehen und sich letzte Generation nennen. Also pathetischer geht es nicht und es ist ja auch grotesk. Es findet nämlich jetzt ein Krieg statt. Da kommen Menschen um, da werden Städte zerbombt, zerschossen. Das sieht dann aus, wie es in Deutschland zum Teil in den Städten nach dem Krieg ausgesehen hat. Alles kaputt. Das ist eine Wirklichkeit. Und diese Kindereien haben auch etwas Anmaßendes angesichts der wirklichen Wirklichkeit. Herr Mayer, wir setzen das fort.